Bevor dass wir beginnen, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir nochmal stille werden dürfen, Herr Jesus, dass du uns reinigst durch dein kostbares Blut, dass du alles hinwegnimmst, was störend ist, Herr, dass wir einfach auf dein Wort hören können, was du uns heute zu sagen hast. Wir wollen dich einfach loben und preisen dafür. Amen. Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen das Wort Gottes studieren dürfen. Für mich ist es natürlich etwas Besonderes, denn vor einem Jahr stand ich auch hier und da war die Zionshalle leer. Und das ist natürlich was anderes, wenn man Leute vor sich hat. Ja, die Botschaft lautet ja eben, die von Anfang an war, ja, die Botschaft. Und das ist die Liebe, das wissen wir. Und der Text, der uns Jonathan vorher gelesen hat, gibt uns dafür die Grundlage. Und dabei haben wir vielleicht schon gemerkt beim Hören, dass es in unserem Text um zwei Aspekte geht. Nämlich zuerst Hass und dann um Liebe. Und das sind, im Grunde genommen, sind das ja zwei gegensätzliche Aspekte. Und das Spannende dabei ist, dass es hier nicht um irgendjemand geht, sondern um die Gemeinde Jesu. Ja, wir können sogar sagen, dass es um eine lokale Gemeinde geht. Und wir können sogar weitergehen und sagen, es geht um die Gemeinde hier in der Zionshalle. Wir wollen jetzt nicht irgendwo hinschweifen, sondern wir denken an unsere Gemeinde hier. Und ich möchte diesen Text unter folgenden drei Punkten betrachten. Und zwar, jetzt muss ich gleich mal schauen, ja, was Liebe nicht ist, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was echte Liebe ist. Und der dritte Punkt ist auf dem Prüfstand. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, die Botschaft, die von Anfang an war. Ja, und zwar, das haben wir gelesen, ich will das wiederholen, ja, 1. Johannes 3,11, denn darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Nun, vom Anfang ist die Liebe Gottes ja ein zentrales Thema oder eines der zentralen Themen der Bibel. Die Schöpfung, Gottes Erbarmen nach dem Sündenfall, die Ankündigung des Erlösers oder auch Gottes Liebe zu uns. Und ohne Zweifel tritt dieses Thema in den Evangelien und den Briefen sehr hervor. Und auch bei Johannes finden wir es als Mittelpunkt seiner Verkündigung. Und er betont diese Wahrheit immer und immer wieder. Und das lesen wir so im Johannesevangelium und natürlich auch in seinen Briefen. Und wir sehen, dass Johannes diese Botschaft, die wir in unserem Abschnitt haben, nicht an irgendwen richtet, sondern eben an die Christen, an die Brüder, an die Schwestern im Herrn, an die Glieder am Leibe Jesu. Und das heißt auch an jeden von uns. Ja. Denn wir sind doch eben hier auch eine lokale Gemeinde, ein Teil am Leibe Jesu. Das dürfen wir nie vergessen. Und es ist interessant, dass Johannes zuerst einmal darlegt, was die Liebe nicht ist. Ja. Und er greift auf ein Beispiel des Alten Testaments zurück, auf das Handeln von Kain, der seinen Bruder umbrachte und sich mit dieser Tat als jemand offenbarte
der von dem Bösen bestimmt war. Und wenn wir die Geschichte in 1. Mose lesen, erkennen wir ganz klar, dass Kain seinen Bruder aus Eifersucht schlug. Er war davon überzeugt, dass sein Bruder von Gott bevorzugt wurde. Und wir können diese Verse einmal lesen. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Und dann 1. Mose 4,4. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Und Jahwe sah freundlich auf Abel und seine Opfer. Dann Vers 5. Aber auf Kain und seine Opfergabe achtet er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Doch Kain sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Felde waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Ja, und dazu lesen wir noch in unserem Abschnitt, ja, 1. Johannes 3,12, denn da heißt es, nicht Kain darf unser Vorbild sein. Er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder Abel. Aber warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten böse waren, aber das Leben seines Bruders Gott gefiel. Ja. Also nicht Kain darf unser Vorbild sein, denn er war ein Kind des Teufels und tötete seinen Bruder Abel. Und dieser Vers zeigt die Tatsache auf, dass hinter Kains Handlung, als er seinen Bruder erschlug, ein dunkler Schatten war, ja? Noch ein anderer am Werk war. Es war der Teufel. Und Johannes drückt dies ganz klar aus. Er sagt Folgendes in Johannes 8,44. Euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater tun will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Also der Teufel brachte Adam und damit der ganzen Menschheit den Tod. Und Lüge gehörte zu seinem Wesen. Und auch Kain war ein Kind des Teufels, denn er hatte seinen Lebensstil angenommen. Und wir sehen, wie durch den Brudermord die Beziehung zwischen den Brüdern die Grundlage entzogen wurde. Kain versagte völlig, als es um die Bruderliebe ging, denn sein Leben war voller Hass. Mit anderen Worten, durch diesen Hass wurde dem Kain und Abel die Basis des Zusammenlebens entzogen. Ja. Es ist traurig, was der Hass alles vermag. Und er zerstört auch die Einheit unter den Christen. Das müssen wir uns ganz klar sein. Und wisst ihr, Kain und Abel hatten die gleichen Eltern. Und beide brachten Opfer dar. Kain war kein Ungläubiger und Kain war auch kein Atheist. Denn das Interessante ist, dass beide Brüder Gott anbeteten. Denn beide nahmen an religiösen Handlungen teil. Es war nicht so, dass nur Abel Gott ein Opfer gebracht hat. Sie haben beide Opfer dargebracht und dennoch wurde ein Opfer von Gott angenommen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist sehr ernst. Denn letztlich, wenn wir das so vor uns haben, bedeutet es, dass es eben möglich ist, in eine Gemeinde mitzuschwimmen, ohne jemals eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen zu haben. Ja, man kann alles mitmachen. Ja, es ist möglich. Und dennoch, ohne jemals eine Entscheidung getan zu haben, um Jesus Christus wirklich anzunehmen. Nun,
wir können davon ausgehen, dass es eine Zeit gab, wo Kain und Abel das Wissen bekamen, dass sich der gefallene Mensch nur auf der Grundlage eines stellvertretenden Opfers Gott nähern kann. Denn das erste Beispiel war ja bei ihren Eltern im Paradies. Da heißt es ja in 1. Mose 3, 21, Gott der Herr machte Adam und seine Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Und für diese Tierfelle, die zur Kleidung dienten, mussten Tiere sterben. Und dies ist ein Bild für den späteren Opfertod Jesu um unsere Sünden willen. Und wisst ihr, Kain lehnte diese Offenbarung Gottes ab. Und so bestand sein Opfer eben nur aus Früchten und Gemüse. Und der Unterschied zu Kain war, dass Abel an die göttliche Offenbarung glaubte. Abel stellte seinen Glauben an die Rechtfertigung durch Gott unter Beweis, indem er ein Lamm opferte. Und nicht nur ein Lamm, sondern das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Ja. Und wisst ihr, die altbekannte teuflische Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, war der Anfang, der Ursprung aller Probleme. Zuerst für die Eltern von Kain und schlussendlich für die ganze Menschheit. Natürlich, niemand von uns hat jemand umgebracht. Ich nehme das an, ja, und ich denke, ich hoffe, ich habe recht, ja. Aber Gott nennt jeder, der seinen Bruder hasst, einen Mörder. Und das lesen wir ganz klar in unserem Text. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Und ein Mörder, wie die Bibel ihn definiert, wird vom Teufel inspiriert, aber niemals von Gott. Natürlich kann auch ein Mörder gerettet werden durch das Blut Jesu, wenn er um Vergebung bittet. Und in der Offenbarung lesen wir ganz klar, dass alle Mörder und Götzenanbeter, alle, die sich für die Lüge entschieden haben, nicht in das neue Jerusalem Eingang finden. Ja? Sie haben keinen Eingang in das Himmelreich Gottes. Und der Hass oder auch die Lüge sind Kennzeichen der Welt. Die Welt lehnt sich gegen alles Göttliche auf und oft hasst sie auch die Christen. Und das sagt unser Abschnitt ganz klar. Wundert euch also nicht, Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Allerdings, was kann man von der gottlosen Welt anders erwarten? Und wisst ihr, viel schlimmer ist es, wenn der Hass unter Gemeindegliedern vorhanden ist. Ja. Und unser Abschnitt warnt uns eindringlich vor diesem Hass. Ja. Ich meine, hier möchte ich noch etwas erwähnen, das mir auf dem Herzen liegt. Ja? Wir sind ja alle froh und dankbar für die Öffnung, die wir jetzt erleben. Und dass in einem gewissen Grade die Pandemie wenigstens fühlbar hinter uns liegt. Und für Sonja und mich ist das nicht so einfach, weil wir ja in Deutschland sind. Und das wissen ja alle, wo in Deutschland leben. Da gibt es noch strenge Regeln. Und Maskenpflicht, und da müssen wir uns immer wieder umstellen. Aber wisst ihr, rückblickend will ich einfach sagen, dass es für mich sehr schlimm war und mich sehr traurig machte, dass durch die Pandemie in den Gemeinden, die wir kennen, dass ich den Eindruck bekommen habe, als ob zwei Gruppen feindlich gegenüber standen. Ja. Und dies, liebe Geschwister, ist für mich doch eigentlich auch ein Armutszeugnis für die Gemeinde Jesu. Und es macht mich wirklich traurig. Und diese Pandemie hat in den Gemeinden ihre Spuren hinterlassen und manches zutage treten lassen, was ich so nicht für möglich gehalten hätte. Und ganz bestimmt auch nicht zur Ehre Gott gedient hat.
Und wisst ihr, und da kommt das Nächste, Hebräer 12, 15. Und was heißt es hier? Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Also, wir sollen wachsam sein, dass keiner zurückbleibt von uns. Wir sollen aufeinander achten. Ja. Wisst ihr, Gottes Gnade wird niemals versagen. Aber was uns betrifft, ist es möglich, dass wir es versäumen können, in der Abhängigkeit der Gnade zu leben. Denn wisst ihr, denn wie eine kleine Pflanze zu einem großen Busch heranwachsen kann, so geht es auch mit der Bitterkeit in unserem Herzen. Mit einer kleinen Sache fängt es an und belastet schlussendlich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn sich Enttäuschungen zu Groll verwandeln, wenn wir an längst vergangenem Unrecht festhalten, dann wächst Bitterkeit heran und im Gefolge davon Streit und Hass. Ja, so ist es doch. Und wisst ihr, diese bittere Wurzel hängt oft damit zusammen, dass wir auch keine Vergebungsbereitschaft haben, dass wir nicht einander vergeben können, beziehungsweise auch oftmals nicht wollen. Ja. Und dadurch entsteht viel Not und Konflikte in einer Gemeinde. Und diese bittere Wurzel kann zu Hass führen. Ja. Lesen wir nochmals diesen Vers. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Und ich möchte noch von einer anderen Art reden, von Mord. Und das ist Rufmord. Auch das gibt es ja. Und die Definition lautet folgendermaßen: Das Aufstellen ehrverletzender Behauptungen über eine Person, obwohl bekannt ist, dass sie unwahr sind. Eine absichtliche und nachhaltige Anstrengung, um den Ruf oder die Glaubwürdigkeit einer Person zu schädigen. Wisst ihr, schnell sind wir dabei, zu sagen, dass es das unter uns nicht gibt. Aber bedenken wir, wie schnell unsere bitteren Gedanken in Worte geformt werden. Es kommt dann zu Anschuldigungen und Verleumdung, Rufmord, weil unsere Gedanken eben nicht bei uns bleiben, sondern weitergehen. Das ist doch so, ja? Und wir verletzen dabei andere Geschwister. Und darum nennt Jakobus die Zunge ein kleines Glied und vergleicht sie mit einem kleinen Feuer, das einen ganzen Wald anzünden kann. Und da kommt natürlich auch die Frage auf, ob ein Gemeindeglied, das diese bitteren Gedanken in seinem Herzen Wurzeln schlagen lässt und davon dominiert wird, ob diese Person jemals erkannt hat, was die Erlösung Jesu überhaupt bedeutet. Andererseits ist es auch eine Illusion anzunehmen, dass ein wirklicher Christ unfähig ist, böse Dinge zu tun. Er muss nur seinem Fleisch genügend Raum geben. Ja. Und die Bibel spricht ja sehr klar darüber, in 1. Johannes 1,8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und Vers 10, und wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Und wisst ihr, es muss hier ja nicht gerade jetzt um sichtbare Sünden gehen, wie zum Beispiel Hass, sondern es können auch Dinge sein, die verborgen sind. Wie Stolz,
Selbstgerechtigkeit, Empfindlichkeit gegenüber unserem Nächsten, lieblose Gedanken gegen Geschwister, die in manchen Dingen anders denken als wir, Ungeduld gegen Schwache oder auch Eigensinn. Ja. Das ist eben alles, aber es ist nicht Liebe. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar, was echte Liebe ist. Und da lesen wir 1. Johannes 3,16. Die Liebe haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. Und dann kommt der andere Punkt, wo nicht so einfach ist, ja. Das werden wir vielleicht in der nächsten Zukunft üben müssen. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Ja. Jesus Christus legte durch seinen Tod am Kreuz die Grundlage für die echte Liebe. Wenn wir die Erlösung durch Jesus Christus persönlich angenommen haben, sind wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und dieses neue Leben ist durch für uns unvorstellbarer großen Liebe entstanden und trägt den Charakter der Liebe. Und diese Liebe ist oftmals eben mit persönlichen Opfern verbunden. Ja. Und deswegen sagt Johannes Folgendes in 1. Johannes 3,18: Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis sein. Oder die Schlachter sagt: Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und wisst ihr, hier sind nicht so sehr unsere Gefühle gefragt, die von Subjektivität geprägt sind. Ja, weil einmal fühlen wir gut, einmal weniger, ja. Sondern die klare, objektive Aussage des Wortes Gottes. Und leider ist es so, lassen wir uns eben vielfach von unseren Gefühlen und Emotionen leiten. Von Sympathie und Antipathie. Manchmal geben wir uns Rechenschaft darüber und manchmal auch nicht. Zum Beispiel, wir gehen einem Bruder oder einer Schwester aus dem Weg, weil er oder sie uns nicht liebt. Oder wir mit ihm oder ihr beziehungsweise nicht viel anfangen können. Wir suchen möglichst einen Sitzplatz weit entfernt, um ja nicht der Person begegnen zu müssen. Und da ist ja die Zionshalle groß genug. Das ist ja so, oder? Es ist natürlich auch leichter, mit einem Extrovertierten ein Gespräch zu führen, als mit jemandem, wo man jedes Wort aus der Nase herausziehen muss. Und wisst ihr, ich erinnere mich gut an eine Situation in Uruguay, wo wir einem Besucher das Land zeigen wollten. Und Sonja und ich waren voller Begeisterung über die Schönheit dieses Landes. Und wir fuhren mit diesem Praktikant am Meer entlang. Wir sahen das Meer, das blaue Meer, unendlich weit, der Sand und die Palmen. Allerdings teilte dieser Praktikant überhaupt nicht unsere Begeisterung. Und er hat sich nicht geäußert und wir wussten schlussendlich nicht, ob er weint oder lacht. Und das war natürlich für uns frustrierend. Klar, die wir das Land lieben. Aber eben, wisst ihr, vielfach sehen wir nur, was vor Augen ist. Wir lassen uns vom Äußeren leiten und darauf bauen wir unsere Beurteilung über einen Menschen auf. Ja. Wie oft liegen wir da daneben, behandeln den anderen geringschätzig, lieblos und tun ihm Unrecht. Aber wisst ihr,
Was ist nun echte Liebe? Es ist die Liebe, die hält, die den anderen trägt. Genau das Gegenteil. Die Verbindlichkeit praktiziert. Nicht für einen kurzen Augenblick, sondern permanent, dauerhaft. Die mit Weisheit und Liebe den Nächsten korrigiert und auch selbst bereit ist, Korrektur anzunehmen. Ja. Und das Miteinander in der Gemeinde wird eben schwierig, wenn jeder seine eigenen Vorstellungen und Wünsche vorne anstellt und seine eigenen Pläne realisieren will. Dann gibt es Schwierigkeiten und die sind vorprogrammiert. Andererseits wird das Gegenteil eintreten, wenn wir unsere eigenen Wünsche und Pläne zurückstellen, weil einem die Anliegen des anderen wichtiger sind, beziehungsweise weil man eben auch das große Ganze im Auge hat. Ja. Und durch die letzte genannte Haltung bekommt mein Leben ein biblisches Fundament. Und der Umgang mit meinem Nächsten wird von Gottes Liebe geprägt sein. Und ich möchte hier noch ein Beispiel anführen, das mir selber immer wieder passiert. Ja, es kommt jemand auf mich zu, um über ein Problem zu reden, bittet mich um Rat und ich bin so belegt mit meinen Gedanken, die sind ganz woanders und mein Blick schweift von einer Seite auf die andere und nur nicht bei dem, der vor mir steht. Versteht ihr? Da ist keine echte, von Jesu geprägte Zuwendung da. Aber eben, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und der Herr gibt uns die Fähigkeit, die Interesse des anderen vor unsere eigenen zu stellen. Und wir können uns darin üben. Denn so drückt sich eben die bedingungslose Liebe aus. Diese Liebe aus Gott gibt, ohne von dem anderen etwas zu erwarten. Ich meine, das gilt ja eigentlich auch für die Ehe. Und es ist auch Gottes Wille, dass die verschiedenen Gemeindeglieder sich zusammenfinden und eine geistliche Einheit bilden. Auch hier, wir hier in der Zionshalle. Genauso wie in dieser Decke, ja, in dieser Patchwork-Decke, die trotz unterschiedlichen Farben und Muster eben dennoch ein ganzes harmonisches bildet. Und ihr seht ja hier verschiedene Farben, verschiedene Muster, verschiedene Zeichen und dennoch ist es eine Einheit. Nicht wunderbar? Auch bei uns hier in der Zionshalle gibt es ganz bestimmt in so manchen Dingen verschiedene Ansichten. Und das kenne ich auch sehr gut aus dem Team, mit dem ich jahrelang gearbeitet habe in Uruguay, ja. Aber die Schrift lehrt uns ganz klar, dass wir eben eine geistliche Einheit bilden durch den Heiligen Geist. Denn wir sind doch alle Glieder am Leibe Jesu und haben deshalb alle das gleiche Ziel, nämlich Jesus nachzufolgen, dem Wort Gottes zu gehorchen, ihm zu dienen und Gott durch unser Leben zu verherrlichen. Das sind die Ziele und die kann jeder von uns haben. Und so sind wir ja eine Einheit, auch in diesen Zielen, wie diese Decke, die wir gesehen haben. Wir haben ja 1. Johannes 3,16 schon mal einmal gelesen und ich möchte es nochmals wiederholen. Die Liebe haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Und natürlich, dieser Vers gewinnt in Zeiten der Verfolgung noch ein ganz anderes Gewicht. Das ist uns ja allen klar. Wir werden bisher in der Schweiz kaum damit konfrontiert, vielleicht in einer anderen Form. Aber wenn wir an Gemeinden denken, die in einem Krisengebiet liegen, so wie jetzt unsere Geschwister in der Ukraine, dann kann natürlich diese Aussage aus dem 1. Johannesbrief zu einer Realität werden. Und wisst ihr, die nächsten Verse können wir schon mehr nachvollziehen,
Das geht dann schon wieder mehr in unsere Situation hinein. Und zwar, da heißt es, da sagt Johannes uns, stellt euch vor, ja, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann. Und es sieht einen von den Gläubigen in Not. Aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Ja, das ist wahr, ja. Wie sollen wir als Gemeinde funktionieren, wenn wir nicht unsere Türen öffnen für Leute, die in Not sind? Also wir sind ganz praktisch gefordert. Und ich mag mich noch gut erinnern, in unserer Gemeinde in Montevideo haben wir das oft praktiziert. Dort kam es immer wieder zu Situationen, wo die Gemeinde für Geschwister, denen es wirtschaftlich sehr schlecht ging, Lebensmittel und Kleider zusammentragen musste, um zu helfen. Das war etwas, das immer wieder vorkam. Oder extrem war, als Geschwister nach dem Gottesdienst ihre Wohnungen leergeräumt vorfanden. Ja, alles wurde ihnen gestohlen, bis hin zu den Lampenfassungen. Und alle in der Gemeinde waren da gefordert, um ihnen zu helfen. Und ich denke, das kommt vielleicht jetzt in Zukunft auf die Schweiz viel mehr zu. Also wahre Liebe drückt sich in Taten aus und hat oft nicht so viel mit Gefühlen zu tun. Die Liebe Jesu bewirkt Selbstlosigkeit und auch Opferbereitschaft. Und hier sprechen wir von Agabe, das Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird, um diese bedingungslose Liebe auszudrücken, von der wir hier in unserem Abschnitt reden heute Morgen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, und zwar auf dem Prüfstand. Und wir lesen folgende Verse in Philipper 2,2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Und jetzt kommen diese praktischen Prüfsteine. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und wisst ihr, wenn wir das praktizieren, nur diese Verse, dann hätten wir hier in der Zionshalle keinerlei Probleme mehr. Wir wären eine vollkommene Gemeinde. Wenn wir das praktizieren würden, also vollkommen in Anführungszeichen, ja. Ja, aber hier seht ihr, hier geht es um selbstlose Liebe. Ja. Was der Apostel Paulus hier den Philippern schreibt, unterstreicht ja, was wir im Johannesbrief lesen. Also Lieben besteht eben nicht aus schönen Worten, sondern unser Tun muss ein echter Beweis für unsere Liebe sein. Ja. Und da sagt Jesus etwas sehr Wichtiges. In Johannes 15,12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also es geht hier um ein Gebot. Es geht um eine Aufforderung, um eine Entscheidung. Es geht nicht um die Gefühlswelt, die einmal so ist, einmal so, einmal hoch, einmal runter. Einmal fühlen wir was, einmal nicht, ja. Nein, es geht um eine Entscheidung. Und es geht um Gehorsam. Und es geht darum, dass wir auf das Wort Gottes eingehen. Und jetzt sage ich etwas von einer anderen Sichtweise her. Und diese Liebe, von der Johannes in unserem Abschnitt spricht, wird im Kopf entschieden. Und nicht im Herzen, denn das Herz folgt meiner Entscheidung. Und das ist gut so, denn manchmal ist das Herz ein trotzig und versagtes Ding. Nach der Bibel kommen aus dem Herzen leider oft auch böse Gedanken. Ja. Aber was sagt Johannes 14,21?
Und das ist übrigens eine gute Nachricht für alle, die Probleme haben mit ihrer Gefühlswelt, die dann sagen, ja, wenn ich nicht fühle, dann liebe ich den Herrn nicht. Nein, es ist eine gute Nachricht für uns alle, ob wir fühlen oder nicht. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Also, wie seht ihr, es geht hier um eine Entscheidung. Wer meine Gebote festhält, ob ich fühle oder nicht, der ist es, der mich liebt. Ja. Auch bei diesem Vers sehen wir, dass es um eine Entscheidung geht, nämlich gehorsam zu sein, dem Wort Gottes gegenüber. Und im Gehorsam kommt unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck und indem ich meinen Bruder liebe. Und nun wollen wir noch zwei Verse betrachten, die praktisch den Sack zuschnüren von diesem Abschnitt. Und wir haben ja gesagt, der dritte Punkt war auf dem Prüfstand. Und wir lesen da Folgendes in 1. Johannes 3,19a. Denn daran erkennen wir, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Ja, auf. An was erkennen wir das? Also, durch die praktischen Handlungen der Liebe können wir erkennen, ob wir in der Wahrheit stehen. Also wir können eine Standortbestimmung machen. Wie weit ist es mit unserem Glaubensleben? Wir können erkennen, ob die Liebe Christi, das heißt seine bedingungslose Liebe, unser Leben bestimmt und wir sie in unserem Alltag umsetzen. Oder ob unser Leben eben durch den Egoismus geprägt ist. Nun, es kommt was Wichtiges, ja. Natürlich, dieser geistliche Maßstab und diese geistliche Latte hängt ja sehr hoch. Das müssen wir zugeben. Ja, wer von uns kann behaupten, dass er in der Liebe zu dem Nächsten nie versagt hat, obwohl der Wille vorhanden war, es richtig zu machen? Ich glaube, keiner von uns. Ja, und wir wollen ja auch nicht entmutigt aus dem Gottesdienst gehen. Wir stehen ja auch in einem geistlichen Wachstum. Manche biblischen Aussagen verstehen wir nach und nach immer besser und gehorchen dann in unserem Alltag. Und wir haben auch die Verheißung, dass der Herr das Werk in uns, das er angefangen hat, auch zu Ende bringen wird. Und wenn wir fallen, gilt es wieder aufzustehen. Jesus Blut, das uns von aller Sünde reinigt, in Anspruch zu nehmen. Denn seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und deswegen sagt Johannes etwas sehr Ermutigendes im Hinblick dieser Verse, die wir gelesen haben, und im Hinblick dieser hohen Messlatte, die wir in der Schrift haben. Und zwar 1. Johannes 3,19b. Wir bringen unser Gewissen vor ihm zur Ruhe. Warum auch immer es uns anklagen mag. Denn Gott ist größer als unser Gewissen und weiß um alles. Und diese Verse hat Johannes im Blick auf unser Versagen unserer Geschwister gegenüber geschrieben. Und sie betonen nochmals den vorigen Gedanken. Ja, ich habe davon gesprochen, dass diese geistliche Messlatte unsere Unzulänglichkeit und unser Versagen aufzeigt. Und wir erkennen, dass wir manches doch hätten besser machen können, fühlen uns schuldig und empfinden manchmal schmerzlich, dass uns die Geduld, die Liebe und die Barmherzigkeit fehlte. Und unser Gewissen verurteilt uns. Aber Gott kennt uns ja. Er kennt ja unsere Motive. Er kennt uns besser als wir uns selbst. Und darum darf unser Herz vor ihm still werden. Also wir können zum Herrn gehen und alle Dinge, die uns bedrücken, abladen. Und wisst ihr,
Das erinnert mich noch an einen anderen Mann, an Petrus. Ja, und ich möchte euch mal diese Verse lesen. In Lukas 22, 60. Aber Petrus wehrte ab. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Mensch. In diesem Augenblick, noch während Petrus redete, krähte der Hahn. Und dann heißt es weiter, in Lukas 22, 61, der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, bitterlich zu weinen. Und wisst ihr, da heißt es, das habe ich ja vorgelesen, der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und dieser Blick Jesu war voller Liebe. Ja. Und letztlich hat Jesus durch seine dreimalige Frage, hast du mich lieb, Petrus zurechtgebracht. Denn ist es nicht herzergreifend, wie Jesus Petrus nachging und durch seine Fragen Petrus half, in ihm zur Ruhe zu bringen, zur Ruhe zu kommen. Und dies darf uns ermutigen. Ja, es ist eine wunderbare Wahrheit, die uns Johannes in unserem Abschnitt sagen will. In all unserem Versagen, in all den Dingen, die wir gegenüber unseren Nächsten falsch gemacht haben, da wo wir wissen, dass wir versagt haben und unser Gewissen uns plagt, dürfen wir beim Herrn Vergebung finden. Und dann sehen wir, wie der Herr uns entgegenkommt. Und dann lesen wir diese wunderbaren Worte. Warum auch immer unser Gewissen uns anklagen mag, der Herr ist größer als unser Gewissen und weiß um alles, auch um deine persönliche Not. Und er gibt dir heute Morgen auch den Mut und die Kraft, Dinge in Ordnung zu bringen, wo wir wissen, dass sie in Ordnung gebracht werden müssen. Und ich möchte mit dem Wort aus 2. Thessalonicher 2,17 enden, ja. Er möge euer Herz ermutigen und sie in jedem guten Werk und Wort stark machen, im Blick auf diese Entscheidung, auf das, was wir gehört haben. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken von ganzem Herzen, dass wir vor dir sind. Du kennst uns. Du weißt, was in uns ist, unsere Gedanken. Du siehst auch unser Versagen, wo wir vielleicht dem anderen nicht richtig begegnet sind. Aber wir dürfen auch heute Morgen zu dir kommen, um dich bitten, dass du uns reinigst von aller Sünde, Herr Jesus. Damit wir wirklich eine Gemeinde sind, die zusammenstehen kann, die einmütig ist, Herr Jesus, die nach vorwärts blickt und dich so ehrt und so der Name verherrlicht wird. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen und wir wollen dich loben und preisen darüber. Amen.